Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Das wird kurz. Hier sind 7 Punkte, die ohnehin niemanden interessieren. Erstens, dass unqualifizierte Personen, Köche, Tanzlehrer, Schauspieler und Sänger, sich auf die Spitze einer wirren pseudowissenschaftlichen Bewegung schwingen und sich in obskuren Verschwörungstheorien ergehen, ist eine widerliche Realität, die jedoch hervorragend das Wertesystem reflektiert, in das wir als Zivilisation die letzten 30 oder 40 Jahre investiert haben. Zweitens, diese unqualifizierten Verschwörungstheorien rund um Corona und Bill Gates und Angela Merkel, die nun von Spinnern im Internet verbreitet werden, zu entlarven, ist ein sehr leichtes Unterfangen und bedarf keiner besonderen Eignung oder Intelligenz. Drittens, dass jene Leute, die solchen Unfug entlarven, ja, ich rede von dir, Sophie Passmann, sich hierbei arrogant gebaren und so tun, als würden sie dabei irgendwelche Geniestreiche verrichten, ist nur ein weiteres Symptom für den im Punkt 1 angesprochenen intellektuellen Verfall einer Zivilisation, welche die Fähigkeit, 3 Tasten auf dem Handy zu drücken, mit Intelligenz verwechselt. In Wirklichkeit sind viele der Kritiker genauso große Dumpfbacken wie die Wirrköpfe mit den Verschwörungstheorien. Dies ist das Zeitalter des Homo economicus cretinus und der zentrale Wesenszug dieses Zeitalters lautet, zuerst posten und auch danach nicht denken. Viertens. Niemand stellt tiefergehendere, radikalere Fragen, weshalb wir als Gemeinwesen zunehmend in einem Zeitgeist versinken, in dem Milliardäre über das Geschick ganzer Landstriche bestimmen. An welcher Stelle unserer Kulturevolution haben wir uns endgültig der monetaristischen Idee ergeben, dass die Person, welche mit den dreistesten Methoden das meiste Vermögen akkumuliert, zu einem Zielobjekt unserer Verehrung wird? An welchem Punkt haben wir die gängige Weisheit komplett aufgegeben, dass die meisten Milliardäre deshalb Stiftungen gründen, weil sie angesichts ihres Vermögens der Meinung sind, dass sie genügend politisches Machtkapital akkumuliert haben, um selbst zu entscheiden, wie dieses Geld aufgewendet wird, statt es wie du und ich zu versteuern? Damit werden diese Leute zu politischen Gestaltern, die jedoch niemand in einer demokratischen Wahlkampagne gewählt hat. Etwas, das wir allzu schnell vergessen. Fünftens, ich habe grundsätzlich nichts gegen Stiftungen und besitze nicht die Heuchelei zu behaupten, ich würde anders handeln, wenn ich stinkreich wäre. Doch wer solchen finanziellen Ungetümen mit Naivität entgegentritt, handelt nicht viel anders als jene, die solchen Stiftungen mit überzeichneter Paranoia begegnen. Eine Stiftung ist weder gut noch schlecht, sie ist erstmal nur vorhanden. Da sie aber letztendlich nur ein weiteres Reservoir ist, das massive Geldbeträge konzentriert, müssen wir es selbstverständlich mit Adleraugen betrachten und auf einer bedingungslosen Transparenz bestehen. Jede Stiftung ist schließlich nur eine Armlänge vom Steuerbetrug entfernt. Es ist eine dünne Linie, die hier gezogen wird. Sechstens. Hört endlich auf, Milliardäre zu verehren. Hör auf, einen Mann auf den Podest zu stellen, der 30 Badezimmer besitzt. Du bist nur ein Insekt in seinem Universum. Und es mag sein, dass dieser eine Milliardär nur dein Wohl am Herzen hat. Doch seine bloße Präsenz als ein sozial-ökonomischer Gestalter, den niemand in ein Amt gewählt hat, ist bereits ein Symptom für ein tiefer liegenderes Übel. Ein Übel, das dich oder deine Nachkommen noch verfolgen wird, wenn dieser eine gutmütige Philanthrop nicht mehr unter den Lebenden ist. Es ist heute nicht überraschend, dass zahlreiche Milliardäre mit dem CIA verwoben sind und mit transatlantischen Denkfabriken, welche für die NATO arbeiten. Und das ist vermutlich nur der Anfang eines Prozesses, der in Gang gesetzt wurde, als wir zugelassen haben, dass eine kleine Gruppe soziopathischer, neoliberaler Vordenker im Verlauf der letzten Jahrzehnte die politische Klasse komplett infiltriert hat. Und wenn du die Aktivitäten eines Bill Gates tatsächlich als Altruismus einstufst, ist es doch mehr ein Hinweis darauf, wie verkorkst und weitgehend degeneriert dein inneres Wertesystem ist, konditioniert durch Jahre der Werbung und Prominentenverehrung, dass du denkst, die Spiele eines Ultrareichen als globaler Player der Impfmedizin seien altruistischer als eine Pflegerin, die für läppische 1600 Euro im Monat deiner 90-jährigen dementen Großmutter den Hintern abwischt. An welchem Punkt deiner persönlichen Entwicklung bist du ein kompletter, korrumpierter Consumer-Idiot geworden?
Siebtens. Ich habe nichts gegen reiche Leute. Dafür kannte ich im Leben zu viele. Wenn jemand ein paar Millionen macht oder erbt oder gewinnt, das ist absolut in Ordnung. Zumindest als ein Wesenszug und Phänomen eines globalen Monetarismus. Aber Milliardäre sind keine Millionäre. In der Welt der Milliardäre sind Millionäre genauso wenig willkommen wie du und ich. Milliardäre sind in einer Mal-Tausend-Welt. Die Welt der Finanzen und Märkte hätte niemals so entfesselt sein dürfen, dass eine einzelne Handvoll Leute ein so massives Vermögen an sich bindet. Als eine Zivilisation am Scheideweg sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass eine fortschreitende Oligarchisierung unserer Demokratie zu einer dystopischen Welt führt, in der Leute wie du und ich letztendlich nur um die Brotkrumen unter dem Tisch kämpfen werden. Und das bringt uns zu der wichtigsten Frage: Wohin führt denn der andere Pfad in dieser Gabelung? Und sollte nicht ein jeder Fortschritt Hand in Hand mit der Vision gehen, letztendlich eine vollständige Abschaffung des monetaristischen Paradigmas anzustreben? Zugegeben, gewahr der Feststellung, dass dieser Prozess Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte in Anspruch nehmen wird. Doch ist es nicht interessant, dass unsere Fähigkeit, in die Zukunft zu planen, zunehmend auf eine Projektionsfläche von wenigen Monaten geschrumpft ist, während zeitgleich unser Gemeinwesen immer mehr von der Unversehrtheit ominöser Märkte abhängig ist, die sich längst von dem Puls einer echten Volkswirtschaft abgekapselt haben? Dass euch solche Leute jeden Tag verarschen und ihre politische Agenda mit einem Geld bestreiten, das eigentlich in eurer Brieftasche sein sollte, geschieht ausschließlich deshalb, weil sie keine Angst vor euch haben. Würden diese Leute in der Angst leben, dass ihr früher oder später ihre abgeschnittenen Köpfe auf einer Pike durch die Stadt trägt, würden sie sich hüten, den von euch gewählten Volksvertretern ständig vorgefertigte Gesetzestexte unter die Hand zu schieben. Vergessen wir nicht, dass sie mir einst Marskolonien versprochen haben und ein Heilmittel gegen den Krebs und eine 10-Stunden-Woche. Aber alles, was wir bekommen haben, sind scheiß Handys und Mark Zuckerberg und Bill Gates und Millionen Leute, die ein halbes Leben lang einen Zweitjob brauchen und auf den Zehenspitzen leben, um ihre Schulden abzubezahlen. Somit, ja, tobt euch aus, bewirft irgendwelche Verschwörungstheoretiker mit Fäkalien. Wenn es euch erfüllt, viel Spaß dabei. Die Erkenntnis, dass ein wirrer Koch und ein christlicher Sänger keine Virologen sind, ist Kinderkram. Und es lässt tief blicken, dass dieser Kinderkram teilweise Millionen Views auf Instagram und Konsorten bekommt. Aber vergesst niemals, dass ihr damit stets nur an der Oberfläche des Tumor kratzt und nicht einmal ansatzweise in die Tiefe der Problematik gegangen seid. Dafür braucht es radikaler Gedanken. Und einige von euch haben weder das eine noch das andere. Keine Gedanken, geschweige denn radikale. Proculeste, profani.